Einen schönen guten Morgen. Also bei mir ist es jetzt morgens. Wenn ihr später aufsteht oder euch das Video am Mittag anguckt, dann wünsche ich euch einen guten Tag. Wenn ihr es abends euch anguckt, dann einen schönen guten Abend. Und dann passt es auch wieder von der Dunkelheit. Ja, ich wünsche euch einen schönen dritten Advent. Ich habe auch extra hier so eine Kerze angemacht. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ist halt eine Weihnachtskerze hier. Hinter meinem Milchkaffee sieht man auch so einen kleinen Weihnachtsmann. Ja, da habe ich mir doch überlegt, ich könnte doch, ja, Holiday Lemmings ja mal vorstellen. Gerade eben halt zur Adventszeit. Allerdings ist es für mich ein bisschen irreführend, denn ich habe Christmas Lemmings und Holiday Lemmings entdeckt. Ja, bis es ein und dasselbe ist und hat nur einen anderen Namen. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde auch nochmal die Spielbeschreibung jetzt nochmal vorlesen. Allerdings gibt es keine explizite Spielbeschreibung zu Lemmings Holiday. Es ist ja im Prinzip das gleiche Spiel. Ja, dass die Levels anders gestaltet sind. Ja, dann lese ich doch mal vor. Lemmings ist eine Reihe von Computerspielen des Entwicklers DMA Design, die ab 1990 von Psygnosis veröffentlicht wurden. Sie waren vor allem Anfang der 90er Jahre sehr populär und besitzen nach wie vor eine Fangemeinde. Die Spiellemminge sind kleine Geschöpfe mit grünen Haaren und blauem Anzug. Sie sind nicht besonders intelligent und gehen stur geradeaus, bis sie auf ein Hindernis stoßen, in einen Abgrund fallen oder auf platzierte Objekte stoßen, die ihnen eine neue Richtung geben. Aufgabe des Spielers ist es, in diesen Automatismus mit verschiedenen Aktionen einzugreifen. Das Spielprinzip. Der Spieler muss in jedem Level eine Horde von bis zu 100 Lemmingen von einem Eingang zu einem Ausgang führen. Dabei gilt es, möglichst viele Lemminge vorbei an Hindernissen, Abgründen und Fallen zu leiten, damit eine vorgegebene Mindestanzahl den Ausgang erreicht. Ohne ein Eingreifen des Spielers laufen die Lemminge immer weiter geradeaus, bis sie an ein Hindernis umkehren oder zu Tode kommen. Letztes geschieht meist durch Stürze aus großer Höhe oder aus dem Spielfeld hinaus, seltener auch durch Ertrinken, Verbrennen, diverse Fallen oder durch Sprengungen durch den Spieler. Der Spieler kann einen Lemming per Mausklick spezielle Aufgaben zuweisen. Blockierer, nachfolgende Lemminge wechseln an ihm die Richtung. Kletterer, senkrechte, aber nicht überhängende Wände werden erklommen. Fallschirmspringer, dieser Lemming übersteht Stürze aus großer Höhe. Athlet, kombiniert Kletterer und Fallschirmspringer. Stiegenbauer. Bergmann gräbt in verschiedene Richtungen. Lebende Zeitbombe. Diese Fähigkeiten stehen allerdings nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Meistens sind nur bestimmte Fähigkeiten für ein Level verfügbar. In den späteren Versionen gibt es dann noch verschiedene Lemminge-Stämme, jeweils mit verschiedenen Sonderfähigkeiten. Der wichtigste und am schwierigsten zu meisternde Faktor ist das Timing. Da die Lemminge ständig in Bewegung sind, bestimmt das Timing, wo zum Beispiel eine Treppe gebaut oder ein Gang gegraben wird. Diese müssen oft genau positioniert, um Hindernisse und Abgründe zu umgehen oder aber passierbare Stellen zu erreichen. Die Timing-Problematik wird potenziert, wenn mehrere, mitunter auch voneinander entfernte Lemminge gleichzeitig instruiert werden müssen. Um Wartezeiten, in Klammern zum Beispiel bis alle Lemminge den Ausgang erreicht haben, zu verkürzen, wurde in späteren Versionen spezielle Beschleunigungsfunktionen eingebaut. Ja, dann würde ich jetzt sagen, starten wir jetzt Lemminge. Falls ihr euch wundert, dass mein Kaffee jetzt ein bisschen leerer geworden ist, ohne dass ich die Tasse an die Hand genommen habe, das liegt daran, denn ich musste mal eben eine Stelle nochmal vorlesen, weil ich, ja, mich doch oft verhaspelt habe. Also wundert euch nicht, warum ist es auch mal die Kaffeetasse ein bisschen weniger. Ja, das ist einfach ein Schnitt. Aber jetzt trinke ich wirklich live. Ich muss auch aufpassen, dass der Kaffee nicht kalt wird, weil kalt mag ich nicht. Okay. Dann machen wir mal einen Start. Und da haben wir es auch schon, Holiday Lemmings von 1994. Ja,
Dann haben wir hier die Schwierigkeit Frost, Hail, Flurry und Blizzard. Blizzard ist ja der Eisregen, ne? Also ein Hail weiß ich jetzt nicht. Flurry ist jetzt auch gar nicht. Gut, Frost wird wahrscheinlich das einfachste sein. Die Musik muss auf jeden Fall an sein, weil ich finde die Lemmings-Musik finde ich richtig gut. Ja, und New Level, ich glaube, da kannst du nämlich, glaube ich, das Passwort-Level nämlich dann hier eintragen. Ja, also wenn du jetzt schon den Code hast für Level 3, dann gibst du ihn da ein. Ja, das Spiel quittieren oder eben halt, ja, was wir jetzt auch wollen, wir spielen. Ja, da oben sehen wir auch schon die ganze Übersicht von den ganzen Level. Also hier ist unser Start und also hier der Eingang und da der Ausgang. Level 1, Chains of Command, also eine Kette von Kommandos. Number of Lemmings, also 50 haben wir an der Zahl. 100% müssen sicher zum Ausgang geführt werden, das heißt alle. Und die Release-Rate von 25, ach, was war das denn nochmal? Da komme ich noch, da, mir fällt es wieder ein, was das nochmal bedeutet. Ja, ich habe 6 Minuten Zeit und die Schwierigkeit ist ja Frost. So. Ich kann hier pausieren. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich sie alle zum Explodieren bringen, so wie hier ja auch. Das ist der Stiegenbauer, das ist der. Nenn ihn mal den Durchboxer. Ja, dann mit der Spitzhacke. Dann kann man so senkrecht nach unten kann man sich durchhacken. Das ist ein Buddler. Ja, der buddelt sich eben halt senkrecht nach unten durch. Das ist eben halt der Blockierer, wo die Lemminge die Richtung wechseln. Ja, und das, wenn man hohe Wände erklimmt und der Lemming vorher runterfällt und kaputt geht, kann man ihm einen Regenschirm geben. Ja, und das ist eben halt ein Lemming, der dann irgendwo hochklettern kann, wo er sonst nicht hochkommen würde, also ohne, dass ich ihm diesen Befehl gebe. Und hier kann ich mit Plus, kann ich eben halt die Anzahl erhöhen, wie viele Lemminge auf einmal dann rauskommen. Ja, dann gehe ich doch mal jetzt hier rüber. Also hier seht ihr auch schon, die Zeit läuft auch schon. Also ich habe noch keine in Sicherheit gebracht, deswegen steht da noch 0% und es sind mittlerweile drei Lemminge draußen. So. Und dann muss ich hier ganz rüber. Das Level ist eigentlich schon selbsterklärend. Also ich weiß auch, was man hier tut. Ne? Also nehmen wir jetzt die Pause runter. Und jetzt nehme ich hier den Durchboxer, so habe ich ihn ja genannt. Was? Klappt nicht immer. Also wenn ich jetzt hier rauf drücke, ja, also gut, das hat geklappt. Manchmal dann Boxer nämlich ins Leere und dann geht er wieder zurück. Und dann wird es manchmal schwierig, genau ein Lemming dann so zu treffen, dass er sich dann halt durchboxt. Ne? Ja, wie jetzt zum Beispiel. Das meinte ich. So, jetzt habe ich nur noch 3. Also einen Fehler dürfte ich noch machen. Und dann war es das auch. Ja, jetzt ist es vorbei. Gerade jetzt hier für den letzten. Ne, sogar 2 hätte ich noch machen müssen. Ah, ja. Machen wir hier. Guck mal her. Doof. Jetzt habe ich hier die Hoffnung, dass sie gleich darüber gehen. Fehlt noch was. Machen wir die Treppe noch ein bisschen stärker. Was kann ich denn noch machen? Ja, das war jetzt einfach blöd. Also, dass ich da. So, gleich weiter gehen. Nein, nicht machen. Genau, also das war schon mal gut von mir überlegt. Das hat irgendwie geklappt. So, jetzt hier bitte die Treppe bauen. Das wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen, also muss ich gleich wieder die Zacke nehmen. So. Jetzt.
Hätte ich jetzt mich mit die Spitzhacke nämlich ein bisschen mal tiefer, dann hätte er sich hier durchgegangen. Das hat ewig gedauert. Und retten hätte ich ihn vielleicht auch nicht mehr können. So. Und jetzt drücke ich hier hoch. So. Und wenn wir jetzt hier ganz nach links hier mal gucken. Ah gut, sind alle schon draußen. Aber dann gehen sie wesentlich schneller halt raus. Und wie wir eben halt gelesen haben, in späteren Lemming-Versionen konnte man auch beschleunigen. Dass man nicht so lange warten muss, bis sie endlich draußen sind. Und man sieht auch schon, ich habe fast schon die Hälfte der Zeit schon verbraucht. 6 Minuten Zeit hatte ich. Und gleich habe ich nur noch 3 Minuten. Ja gut, das ist jetzt noch das erste und in Anführungsstrichen das einfachste Level. Ja, wo mir eben halt blöde Fehler eben halt passiert sind, ne? So, und dann kann man hier sehen, bis sie halt alle rausgehen. Also Lemmings ist immer schon ein Spiel für mich gewesen, was ich sehr gern gemocht hatte. Allein schon durch die musikalische Untermalung, die da ist, ne? Also das Spiel ohne Musik zu spielen, das käme mir gar nicht in den Sinn. Ja. Die anderen warten. Aber da sieht man also, 6 Minuten können dann in dem Falle jetzt kurz sein, wenn man Fehler macht. Zum Glück habe ich das ja noch lösen können, dass die Lemminge noch weiter durchgehen. Ja, weil einen explodieren lassen kann ich auch nicht. Ja, 84% habe ich schon draußen. Es sind noch 7, sind noch insgesamt noch auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm zu sehen, jetzt noch 4, ja, die letzten 3. Finde ich ganz gut, dass man das hier noch lesen kann. Dann brauchst du nicht hier die ganze Karte nochmal durchgucken, ob hier noch irgendwo einer rumläuft, ne? Ja, also ich brauchte 100%, habe auch 100% gerettet. Excellent, you've managed to save all of the little rodents. Now do it again. Genau, jetzt habe ich den Zugriffscode, ne? Den könnte ich mir jetzt auch schreiben, mache ich aber jetzt nicht. Es ist jetzt einfach nur jetzt für die Adventszeit, dass ich das Spiel spiele. Ja? Und wenn ich dann fertig bin, dann werde ich mir den Code ausschreiben und dann werde ich es dann für mich alleine spielen. Ja. So, Level 2, Ski Jump. 50 Lemminge sind insgesamt, die wieder rauskommen. Und ein Lemming ist immer 2%. Ne, der kann kaputt gehen. Ne? Und ja, den Rest muss ich retten. Ja, und ich habe 3 Minuten nur Zeit, also nicht mehr 6 Minuten. Gut, doch mal drauf. Machen Pause. Halt. So, jetzt muss ich mal gucken. Also die werden jetzt hier gleich hier hochlaufen. Und das ist nämlich jetzt der kritische Punkt. Denn ich kann jetzt, ja, 50 Lemminge, jetzt muss ich jeden einzelnen einen Schirm geben. Und dann werden sie auch sicher hier weiterlaufen. Dann gebe ich ihnen keinen Schirm, dann fallen die hier runter und dann machen sie einfach, dann gehen sie kaputt. Ja. Ja, gut, probieren es einfach mal. Ich gehe sogar runter. So, ich muss wahrscheinlich erst mal eine Pause nehmen. Ach, kann ich gar nicht. Ich dachte nur, dann geht es vielleicht einfacher mal hin. Und immer wenn es immer einen kleinen Gong gibt, dann hat man die auch wirklich visiert, also denen ein Kommando gegeben. Mann, da habe ich auch Versprecher. Ja, und dann sieht man auch schon, wie sie alle mit den Schirmen. Habe ich den jetzt erwischt? Ja. Achso. Man kann jeweils immer nur auch einmal einen Schirm auch geben. Also wenn die einen haben und man klickt nochmal drauf, dann kommt gar nicht erst dieser Gong. Wenn ich jetzt einen jetzt verpasse, dann macht es einmal. Was ich natürlich nicht hoffe. Schwierig wird es natürlich dann, wenn die Lemminge alle wirklich durcheinander wuseln. Also echt. So lange klicken, sodass du die Hoffnung hast, du hast jetzt auch wirklich allen einen Schirm gegeben. Wenn sie aber noch so einen Abstand haben wie hier, dann macht es das natürlich wesentlich einfacher. So. Das ist aber auch sehr knapp, ne? Sehr knapp bemessen. Ja, aber ich glaube, das sieht gut aus. Hm.
Ach, niedlich gemacht hier, ne? Gut, und ich habe auch alle gerettet. Ich habe allen einen Schirm gegeben. Ja, prima. Mir gut gelungen. Ja, da steht wieder das Gleiche. Und dann habe ich hier schon wieder den Levelcode für Level 3. So, Cindyland, Number of Lemmings. Jetzt muss ich 80 werden. 93 müssen sicher zum Ausgang kommen. Das bedeutet, ich kann, wenn ich richtig rechne, kann ich 3 Lemmings kaputt gehen lassen. Ich habe 5 Minuten Zeit. Und da ist der Ausgang. Ah, also ich komme nicht drum herum, einen Blockierer jetzt zu bauen. Und eventuell werden auch alle wahrscheinlich tot gehen, weil es immer noch zu hoch ist, wenn die runterfallen. Muss ich überlegen, wie mache ich das? Dann kommt noch das zweite Hindernis. Es gibt übrigens 2 Ausgänge. Ich sehe da ein und da ein. Das heißt, die müssen entweder hier hochklettern. Ja, ich überlege gerade, wie ich das mache. Ich muss mich für eine Seite entscheiden und ich glaube, ich weiß auch, wie ich das mache. Ich werde hier wahrscheinlich einen Blockierer setzen. Der bockt sich dann hier durch. Dann kann ich hier eine Treppe bauen. Also die rechte Seite sieht zwar irgendwie einfacher aus, aber ist es glaube ich nicht. Na, wir gucken mal, wie die Tatsache ist. So, jetzt gucken wir uns das nochmal in groß an. Ah, das ist so ein Eisblock. Eine Eiswand vielmehr. Ja, doch, könnte doch einfacher sein. Wenn ich jetzt nach links gucke, der könnte sich hier zwar jetzt hier durchboxen. Ja. Ich denke mal, er wird hier noch hochkommen. Aber dann müsste ich eine Treppe bauen. Und dann könnte ich hier auch nochmal durchboxen. Ich habe 2 Möglichkeiten. Aber ich werde keine Lemminge 100% retten können. So. Mal sehen, wo der erste hingeht. Wahrscheinlich. Oh, jetzt hab ich na gut. Mal lieber einschüren. Das war doof jetzt. Ja, wird der wahrscheinlich. Oder ich muss schnell eine Treppe bauen. Kann ich die vielleicht noch retten? Ja, das hat sich schon erledigt. Das heißt, ich kann die alle schon sprengen. Jetzt geht hier ein schönes Feuerwerk. Ach, Jungs, tut mir leid. Aber leider musste ich das tun. So, bevor mein Kaffee wieder kalt wird, trinke ich ihn noch weiter. Ach, ich habe schon so viele Aufnahmen gemacht, dann war der Kaffee hinterher kalt, weil ich ihn vergessen hatte. Gut. Auf ein neues. Aha, okay. Also ich glaube, weiß vielleicht, wie ich das mache. Lass den mal hier durchlaufen. Der kann hier hochklettern. Dann kann ich nämlich noch Zeit sparen. Wo ist der Blockierer? Oh Mann, mal mit Schnellsten. Ah, das war doof. Ja, das wollte ich nämlich vermeiden. Naja, gut, kann sich schon erledigen. Ich wollte hier eigentlich, dass die hier weiterlaufen. Ah, okay. Ich glaube, ich tue da gut daran, wenn ich mir jetzt mal gleich schon vorher den Block hier aus... Ja, der ist immer hier, also auch quasi neben der Bombe. Da habe ich mir so einen Fixpunkt gesetzt, ne? Damit mir der Fehler nicht nochmal passiert. Genau, aber bevor ich das mache, darf er gleich schön klettern und kriegt gleich gleichzeitig einen Schirm in die Hand. Deswegen ist der wahrscheinlich von Haus aus hier nämlich schon markiert. Na, dass man den ersten hier schon mal. Genau. So, jetzt schnell den Blockierer. So.
gebe ich einen schnellen Schirm. Ach, war jetzt auch doof gedacht. Ist. Ah, er klettert wieder zurück. Nein. Ach. Hier wirst du aber echt schon gefordert, ja. Und dann da runter und fällt natürlich da runter. Also, dann wieder auf ein neues. So, komm her hier, du Keeper. Kannst dich gleich durchboxen. Nee, hier blockieren. Oh, jetzt bin ich wieder in Stress. Nein! Aha! Ja, das hat sich schon erledigt. Ah, aber er geht hier allein. Na. Also, du musst ziemlich schnell sein. Das ist noch frostig, ne? Gibt es auch eine andere Lösung, wo ihr sagt, das geht doch viel einfacher. Warum machst du das nicht so und so? Komm da gerade nicht drauf. Ah, mein Gott. Ach Mist, ich hab's schon wieder nicht geschafft. Das muss man irgendwie so machen und sagen, hier. Ich hab da eine Idee. Lass ihn erstmal hier durchbocken. Ich glaube, ich kann das ja heute nicht verhindern. Genau. Ah. Ja. Oh nein! Ach, das war jetzt doof. Aber mal gucken. Was denn. Ach. Ach, das war jetzt echt ärgerlich. Wie weit buddelt er sich jetzt hier durch? Ah, wäre die Wand da. Okay, also. Ich werde es jetzt hierbei belassen. Und schreibt euch den Levelcode auf. Und ja, macht's besser. Gut. Das sollte jetzt einfach mal ein Spiel für die Adventszeit sein. Und ich hoffe trotzdem, dass euch die Ausgabe gefallen hat. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich. Ciao, ciao.